So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Wir sind hier gerade in der Höhle des Kreises, wie es heißt, und wir sind Wichte. Das heißt, wir sind relativ klein und können uns eigentlich nur mit Magie wehren. So, Feuerer, nicht draufhauen, verteidigen, Terrain und Aero, falls die Gegner gleich nicht tot sind. Wir haben allerdings auch einen Begleiter dabei, ja, diese Art von Kampfliebling, sagt er. Flair mal wieder. Damit nimmt er einen Gegner aber so weit von raus. 5000 Schaden, ich will das auch. Wir werden hier von einem gewissen Magier begleitet. Wundert euch bitte nicht über diese Geräusche, ich rühre gerade meinen Tee um. Ich bin ja ein wenig krank und diese Aufnahme ist halt... Müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ich ein bisschen Tee trinken werde. Ja, irgendwas wollte ich sagen. Ach ja. Weiter im Text. Ah, es geht schon weiter. Wie oft müssen wir denn noch durch irgendwelche kleinen Ebenen? Okay, das sieht so aus, als wäre es vorbei. Wir müssen uns beeilen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde einen Zauber auf euer Schiff sprechen, damit es unter Wasser fahren kann. Warum konntest du das nicht anderswo? Pokus, Pokus, Schiffikus! Nein, nicht ernsthaft. Die Nautilus kann nun unter Wasser fahren. Der Name war auch sonst ein bisschen eigenartig. Südlich von Saronia. Der Tempel der Zeit liegt zwischen den Zangen des Kaps. Dort werdet ihr Noahs Laute finden. Und was ist Noahs Laute? Sie ist eine magische Laute, deren Klang selbst die Welt der Träume erreichen kann. Aus dieser Welt der Träume müsst ihr unerhört zurückrufen. Ich werde nun über diesen Kreis in den Riss zwischen euren Dimensionen treten und den Schlüssel nach Eureka suchen. Eureka, okay. Eure Aufgabe soll es sein, Unai aufzuwecken und ein uraltes Schiff namens Invincible für euch zu gewinnen. Ernsthaft, Invincible? Und nun geht. Ich werde euch nach draußen teleportieren. Grüßt Unai von mir. Lebt wohl, Krieger des Lichts. Wir werden uns wiedersehen. Gut, kriegen wir ohne Bosskampf ein nettes kleines Upgrade. Natürlich nicht wieder groß. Aber wir haben ja unsere Hämmer. Rein in die Nautilus. Und wir gucken uns mal um. Wie können wir denn eigentlich unter Wasser fahren? Das ist ja cool. Also ein bisschen wie in Final Fantasy 7. Oder besser umgekehrt. Noggle. Wer nennt denn so ein Vieh Noggle? Komm, hau nochmal Blitze drauf. Was macht die unter Wasser wohl für Terrain? Werden wir gleich sehen. Sofern sie drankommt. Mahlstrom, okay, das war zu erwarten. Vorbei. Windmagie unter Wasser. Mal schauen, wie das funktioniert. Ach komm, hauen wir einfach drauf. Sie haut jetzt auch mal mit... Nein, ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht sagen, sie haut mit ihren Glocken drauf. Oh, das hat gereicht. Dann. Weil gab es nicht irgendwann mal so, wenn man beim... Ich weiß nicht, was beim amerikanischen Supertalent... Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mal kurz Sicht. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Südlich von Saronia hieß es. Ich weiß nicht mehr ganz, was Saronia war, muss ich sagen. Ich kann mir die Namen in diesem Spiel unglaublich schlecht merken. Kagura und Charybdis, das soll... Der Name passt mal so gar nicht.
Für die, die nicht wissen, was Charybdis ist. Charybdis ist ein, ist eigentlich eine Art riesiger Strudel aus der griechischen Odyssee. Also, ihr wisst schon, Odysseus, der sich da nach Troja tierisch verfahren hat. In Kombination mit Skylla so eine Art Hydra, wenn ich mich recht erinnere. Trat das häufig auf. Also Ark macht ganz schön viel Schaden. Da freue ich mich. Berufsstufe gestiegen? Nee. Aber ich glaube, wir tauchen besser wieder auf. Ich schau nochmal, welcher Ort Saronia ist. Ich meine nämlich, müssen wir vielleicht hier hin? Würde mich nicht wundern. Ja, Tempel der Zeit. Ich möchte vorher speichern. Ich mag irgendwie die Musik im Luftschiff. Auch wenn das Ding jetzt ja mehr als nur amphibisch ist. Also durch die Luft ist schon cool. Ist denn stiller hier drin? Was zum Henker ist das denn jetzt? Tatzelwurm. Gut, er fliegt. Kriegt einen Blitz auf den Arsch. Wobei ich jetzt auch mal ein bisschen Stufe 1 und 2 Magie anwende, einfach um ein bisschen Mana für die stärkeren Gegner zu sparen. Eine Windklinge. Ein toter Tatzelwurm. Ah, der Tee tut gut. Weiter. Eine Tür. Wenn die jetzt verschlossen ist und ich wieder auf Dieb wechseln muss, beiß ich mir in den Arsch. Noch ein Tatzelwurm. Komm, Eis. Draufhauen. Tra. Heilen. Und er ist wieder tot. Refiado. Ah, nee, er ist nicht tot. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Der macht gar nicht so wenig Schaden. Aber jetzt dürfte er tot sein. So, weiter im Text. Okay, ich guck mal, ob ich hier die Tür öffnen kann. Verschlossen. Ah, weißt du was? Beruf, Luna. Dieb. Der braucht ja nur 2 Kämpfe, um sich wieder daran zu gewöhnen. Rüsten. Du kannst einen Boomerang nehmen? Egal. Boomerang und... Warum auch immer ein Boomerang? Ich weiß es nicht. Die schwarze Kapuze. Die Dunkelrobe. Und die Diebeshandschuhe. Gerade ist meine Nase echt zu wie Sau. Es wird wohl kaum nötig sein, durch eine verschlossene Tür zu kommen, aber hier gibt es sicher nette Extras. Abgesehen von komischen Chimären und Chimärenmagier heißen die Viecher. Er probiert erstmal zu klauen. Ein Seepferdkönig, ein Chimärenmagier. Na komm, Lunath hat eben ein bisschen auf die Schnauze gekriegt. Stehlen. Hey, Potion. Das ist doch geil. Eine Windklinge. Okay, ein Toter. Ich bin mal auf den Magier gespannt. Ernsthaft, ein Blitzgewitter auf alle?
Na gut, dafür hält er nichts aus. Blitzgewitter will ich auch. Magie. Vita. War alle so halbwegs auf Vordermann gebracht. Hab ich hier irgendwas? Ne, hier ging es nur zurück. Gut. Das wollte ich wissen. Aber da ist eine Truhe. Diamanthelm. Das klingt doch nach was für ein Krieger. Der Diamanthelm macht zwei mehr. Ist doch ganz nett. Dann hat unser Tank jetzt einen Diamanthelm. Auch wenn Diamant streng genommen sich für Rüstung überhaupt nicht eignen würde, weil es zu spröde ist, aber egal. Dira, was auch immer Dira ist. Aber ich glaube, man sollte sie erstmal reizen. Auch wenn sie selbst nicht so eine reizende Persönlichkeit ist. Klappt natürlich nicht. Aber stehlen. Nee, klappt nicht. Das Prügeln macht 50 Schaden. Yay. Oh, die macht gar nicht so wenig. Und sie hält was aus. Respekt. So, einmal den Tank heilen und was trinken. Malstrom. Na gut, wenn das jetzt klappt. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Heilen. Ja, du darfst als einziger nicht draufhauen. Jetzt dürfte es aber mal hin sein, oder? Na also, darauf gieße ich mir noch eine Tasse Tee. So. Skill, Erfahrung, Stufe, perfekt. Klappt doch alles wie im Schnürchen. Weiter. Jetzt haben wir... wir haben ja jetzt mit Luna wieder die Diebesfähigkeiten voll ausgeschöpft. Das heißt, wir können den wieder nach vorne. Formation. So. Mal schauen, was wir hier noch so finden. Weil ich sagen muss, bisher ist mir der Bumerang so ein bisschen... Ich weiß nicht. Der wirkt irgendwie ein bisschen seltsam. Augenscheinlich kann er mit dem auch immer nur einmal treffen. So, mal schauen, wie viel Aero macht gegen das Vieh. Ja, okay. Ja gut, jetzt ist sie hin. Tee rühren. Wundert euch nicht über die Geräuschkulisse. Stufe gestiegen, yay. Okay, Uhr sagt, wir können nur was. Mithilfe der Diebesfähigkeit wird die Tür geöffnet, schon klar. Ist direkt die Truhe, das ist doch schön. Diamantarmschienen. Man könnte natürlich auch sagen, also bei Diamantarmsch, wie das da stand, lass doch einfach das M weg. Das wird doch sehr lustig. Arg mit einem Diamantarsch. Nee. Ach, die kann er gar nicht benutzen. Wer kann denn die benutzen? Erstmal ordnen. Diamantarmschienen. Abwehr 13. Das klingt eigentlich ziemlich stark. Stellt sich die Frage, wer das benutzen kann. Lune? Nö.
Arc wirklich nicht? Gut, der hat auch schon was mit Abwehr 13. Refia? Tatsache, Refia kann das benutzen. Ingus? Tatsache, das ist was für Zauberer. Da muss ich jetzt eine Sache wissen. Wenn ich ihm den Wikingerhelm wieder anlege und den Diamanthelm abnehme, kann den einer von denen? Nö. Refia vielleicht? Nö. Luna? Nö. Gut, Arc, du kriegst deinen Helm wieder. Eigenartige Sache hier. Okay, nach dem Kampf mache ich dann aber auch eine Folgenpause. Seepferdkönig und Königsechse. Wir haben es hier wohl sehr oft mit Royalitäten zu tun, sag ich mal. Aber ich habe vergessen, seine Waffe auszutauschen. Aber einmal schön durchheilen. Alle sind gesund runter. Und ein Seepferd ist jetzt im Arsch. Königsechse. Interessanter Name für so ein Vieh. So königlich sieht sie gar nicht aus. Oh, schon tot. Oh. Errungenschaft freigeschaltet, Monsterharz. Danke, Steam. Wohl töte so und so viele Monster. Aber jetzt erst einmal. Du benutzt den Bumerang nicht mehr, dann ist wieder dein Dolch. Damit kannst du nämlich auch mehrfach angreifen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik da. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie wir hier in diesem Tempel der Zeit weiterkommen. Also dann, Cheerio, bis denne.